Kabine und im Cargo-Bereich zur Verfügung. Aircraft is based around a quick change role concept. The cabin can be easily converted to offer unrivaled versatility. The H145N is able to perform transport missions with up to 10 troops, aeronautical evacuation missions with 2 stretchers or 3 medics, or cargo missions with 6 cubic meters of cabin space in the cargo compartment. Mit HFORS ausgestattet, dem modularen Waffensystem von Airbus, kann der H145M für alle Arten operationellen Szenarien eingesetzt werden. Von der Aufklärungsmission bis zum Angriffseinsatz. HFORS bietet eine Feueroption 1, wie ein 12,7mm Maschinengewehr, sowie eine 20mm Kanone und abgelenkte Raketen beinhaltet. Die zweite Option hat erhöhte Kapazitäten im ballistischen Bereich durch die Integrierung des Electrical Optical Sight und in dritter Option eine verschärfte und sehr präzise Schusskapazität durch die Integrierung eines Waffenlenksystems. Alle Optionen beinhalten ein am Helm befestigtes Display, ein sogenanntes HMD, für den Piloten, optional auch für den Co-Piloten. Und das HFORS-System ist gerade in der Zertifizierungsphase. Testphasen wurden bereits letztes Jahr durchgeführt. Diese umfassten den ersten autonomen Abschuss von lasergeführten Raketen durch einen Airbus-Hubschrauber. Equipped with H-Force, the Airbus Incremental Modular Weapon System. As you can see flying here, the H145M can handle all types of operational scenarios, from reconnaissance and tactical security to attack missions. H-Force offers option 1 with ballistic firing capability, integrating a 12.7mm machine gun, 20mm cannon and unguided rockets. Option 2 with enhanced ballistic capabilities thanks to the integration of an electrical optical sight. And option 3 with a high-end firing capability thanks to the integration of guided weapons. All options include a highly mounted sight display for the pilot. Optionally for the co-pilot as well. And option 0 is also available as an H-Force ready capability. The H-Force system is currently being qualified. Firing campaigns have taken place last year, including the first autonomous firing of laser-guided rockets by an Airbus helicopter. Für maritime Sicherheit kann er mit einem Search